Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es um die kaskadierten Restricted Boltzmann Machines. Riesiger Name, aber sie sind durchaus wichtig und praktisch sehr, sehr nützlich. Was man also macht ist, ich habe euch ja im Video zu den tiefen neuronalen Netzen erzählt, dass je mehr Hidden Schichten, desto besser ist es im Normalfall. Also nicht unbedingt, aber es wird meistens besser. Und bei RBMs ist das nicht anders. Wir haben jetzt allerdings natürlich das Problem, wenn wir hier genauso trainieren, das ist ja vorgeschrieben durch den Algorithmus, den man dafür benutzt, habe ich euch letztes Mal vorgestellt. Wenn wir jetzt genauso trainieren, dann haben wir nur eine einzige Hidden Schicht, nämlich die hier. Das ist unsere Input Schicht, da wird quasi 1 zu 1 das Bild angelegt. Das ist meine Hidden Schicht und das ist meine Output Schicht. So, wie kriege ich jetzt hier mehrere Hidden Layer rein, dass es auch noch vernünftig funktioniert? Naja, was man macht ist, man nimmt einfach mehrere Restricted Boltzmann Machines und packt die hintereinander. Jetzt nicht gleich wegschalten, so einfach ist es dann doch nicht. Also, wir schauen uns das einfach mal genau an. Wir nehmen diese Restricted Boltzmann Machine, beziehungsweise wir nehmen erstmal alles und, ach komm schon, und schieben das hier rüber. Den Teil hier unten kann man sich eigentlich jetzt gerade mal sparen, den brauchen wir gerade nicht mehr. So, und was wir jetzt machen ist, wir trainieren erstmal genau so unser Netz. Also wirklich so, wie wir es bisher immer gemacht haben, mit nur einer einzigen Restricted Boltzmann Machine. Und dann haben wir ja hier in dieser Restricted Boltzmann Machine Input Layer, das ist, ist das Bild im Prinzip. Dann haben wir das Hidden Layer und wir haben das Output Layer. Das heißt, wir haben drei Schichten sozusagen. Und der Input bekommt 1 zu 1 das Bild und der Output ist 1 zu 1 das, was hier dann am Ende steht. Gut, das heißt, wir haben diese drei Layer hier und nachdem wir das trainiert haben, frieren wir diese Gewichte ein. Das heißt, wir können jetzt sagen, okay, stopp, da hören wir auf und die Gewichte können sich nie mehr verändern. So, und was man dann macht ist, man sagt, okay, diese Gewichte sind jetzt fix, ich hänge jetzt hier noch eine RBM dazwischen. Und warum kommt denn die da unten raus? Egal. Ich hänge jetzt hier noch eine RBM dazwischen und der Input-Layer von dieser RBM ist jetzt einfach der Output von dieser RBM. Das heißt, RBM 1 liefert mir den Input für RBM 2. Und wenn ich das jetzt wieder trainiere, ihr wisst ja, wie man die RBMs trainiert, habe ich euch ja letztes Video gezeigt. Wenn ich die jetzt wieder trainiere, dann lege ich hier einfach ein Bild an, dann wird hier was berechnet und dann kommt der Input direkt hier drauf. Und hier wird dann trainiert, die sind ja sowieso gefreezed, das heißt, die verändern sich nicht mehr. Und mein Output wird einfach besser. Warum wird der besser? Naja, das ist ein bisschen komplizierterer Beweis, aber ich erspare euch das meiste, ich erzähle euch nur grob warum. Wir haben ja die Wahrscheinlichkeit für diese Visibles maximiert. Das heißt, wir wollten die Wahrscheinlichkeiten für unser gegebenes Output-Pattern oder Input-Pattern, je nachdem, welche Richtung, wollten wir verbessern und zwar einfach absolut verbessern. Das heißt, wir wollen natürlich, dass es sich einfach angleicht, so wie wir es trainieren. Okay, was man jetzt macht ist, man kann das ja aufschreiben als Summe über alle H, P von H, also die H sind die Hidden, mal P von V gegeben H. So, und was ich jetzt mache, dadurch, dass ich mehrere RBMs, also kaskadierte RBMs, hintereinander hänge, ist, ich verbessere P von H. Und zwar mit jedem einzigen, also mit jedem Mal, jede einzelne Schicht, jede weitere RBM verbessert P von H noch ein Stückchen mehr. Und jede P von H, wenn die jeweils verbessert werden, naja, dann wird ja auch insgesamt dann P von V verbessert. Und dadurch wird insgesamt die Klassifikationsrate immer besser oder gleichbleibend. Das heißt, je mehr RBMs ihr hier trainiert, desto besser oder gleichbleibend ist eure Klassifikation. Das heißt, ihr macht einfach Folgendes. Ihr hängt hier RBMs hintereinander, solange bis ihr entweder keinen Bock mehr habt zu rechnen, weil nehmen wir mal an, ihr rechnet für RBM 1 einen Tag, RBM 2 braucht dann noch einen Tag auf einer 1080, also die ist gerade rausgekommen. Wahrscheinlich ist sie alt, wenn ihr das Video guckt, aber ist egal. Egal, auf jeden Fall, ihr rechnet das hier einen Tag auf einer 1080, das hier einen Tag auf einer 1080 und dann habt ihr hier von mir aus zwei vernünftige RBMs. Ja gut, aber dann macht ihr das vielleicht 100 Mal und dann habt ihr schon ein Dritteljahr fast gerechnet, was nicht so geil ist. Das heißt, irgendwann müsst ihr entweder mal sagen, ich habe keinen Bock mehr zu rechnen oder aber ihr schaut euch einfach an, wie sind meine Klassifikationsergebnisse. Und irgendwann, sagen wir mal, nach der ersten Schicht habt ihr 80% Klassifikationsrate, nach der zweiten Schicht habt ihr 90% Klassifikationsrate, dann kommt ihr mit der dritten auf 95, dann auf 97,5 und dann auf
98,9, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, irgendwann habt ihr da fast keine Verbesserung mehr. Und dann sagt ihr einfach, okay, es reicht mir jetzt, arg viel besser wird es nicht und dann lassen wir das in Ruhe. So funktionieren kaskadierte RBMs. Was man allerdings am Ende noch häufig macht, ist Folgendes. Wenn ihr alle eure Schichten fertig trainiert habt, also sagen wir mal, ihr wollt nur zwei Schichten und die sind jetzt soweit fertig trainiert, ihr seid durch mit dem Thema, dann macht ihr wieder Folgendes, ihr entfreest alle Gewichte und legt einfach oben ein ganz normales Bild an und unten bekommt ihr dann auch wieder euer ganz normales Klassifikationsergebnis und dann nehmt ihr einfach Backpropagation her und trainiert da ein paar Runden nochmal drüber. Der Trick dabei ist, dass eure Gewichte ja schon ziemlich gut sind, denn sonst hättet ihr es ja nicht so gemacht. Und was Backpropagation macht, ist ja im Prinzip ein lokales Minimum zu finden. Das heißt, ihr werdet dann ein lokales Minimum finden und habt nicht das Problem, dass ihr dann irgendwie in einem komischen Minimum landet, was eigentlich gar nicht so gut ist, sondern ihr habt meistens ein sehr gutes Minimum. Und das ist wirklich dann, am Ende könnt ihr dann nochmal ein paar Prozente rausholen mit Backpropagation, aber wenn ihr die einzelnen RBMs trainiert, müsst ihr immer darauf achten, dass ihr die vorher freest. Okay, also wie mache ich jetzt dieses Backpropagation? Sagen wir mal, wir haben dieses Netz hier komplett fertig trainiert. Dann lerne ich erstmal top-down, also ich lerne erstmal mein Bild. Also ich lege mein Bild an und lege mein Ergebnis an und dann trainiere ich diese Gewichtsvektoren hier, die in die rechte Richtung gehen. Und ja, indem ich einfach schaue, wie sieht es hier aus? Okay, also wird zurück backpropagiert, was für einen Fehler wir haben und die Gewichte werden jeweils angepasst. Und dann trainiere ich die andere Richtung. Also ist im Prinzip eigentlich egal, welche Richtung ihr als erstes macht. Ja, und ganz normales Backpropagation, nur dass ihr halt dann das hier als Input nehmt und das hier als Output. Dann habt ihr wieder diese beidseitige, wunderbare Eigenschaft dieser RBMs. Okay, so funktionieren Cascaded RBMs. Nicht wirklich kompliziert, wenn man weiß, wie es funktioniert, aber man muss es natürlich wissen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.